Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Zweites Wochenende von Titan, Phoenixes mit Terra-Typ Fee. Und es gibt mal wieder eine One-Hit-Taktik. Und auch mal wieder mit Mautzinger. Ganz witzig, man braucht drei Mautzinger. Dann macht man einen Stahlstrahl oder mit Monetigo ein Goldrausch. Und dann ist Phoenixes One-Hit und down. Und man kann direkt den nächsten machen. Finde ich ganz witzig, habe ich mir gedacht, ist vielleicht ganz cool zu sehen, auch für YouTube. Also, was ihr braucht, Leute, ist drei Mautzinger oder es geht auch mit zwei Mautzinger. Und jedes Mautzinger, ganz wichtig, braucht die Kakaobeere, die den Feuerschaden verringert. Und dann macht jedes Mautzinger einmal Trugträne und mit Dialga oder Heatran macht ihr Stahlstrahl oder mit einem Monetigo Goldrausch. Und dann ist Phoenixes One-Hit. Ganz wichtig ist auch, dass das Mautzinger die versteckte Fähigkeit hat, die die Stahlattacken erhöht. Den Angriff von Stahlattacken. Und dann ist Mautzinger aber ganz, ganz easy One-Hit in der allerersten Runde. Zauberschein macht gar nichts, macht gar keinen Schaden. Dann warte ich ganz kurz, bis alle einmal Trugträne gerückt haben oben links. Zack, 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 zack. Stahlstrahl und tschö. Sagt alle bye bye. Und los. Das ist so dumm. Ich finde One-Hit-Taktiken bei den Titan-Raids irgendwie dumm. Ich bin gespannt, wie das bei Mewtwo sein wird. Ob bei Mewtwo auch sowas möglich ist, so eine schöne One-Hit-Taktik. Wenn ihr Mewtwo nicht verpasst wollt, gerne Follow da lassen. Ja, und das war schon. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Wenn die echt Mewtwo bringen. Ich meine, wer braucht noch Mewtwo seit der ersten Generation? Wer immer noch kein Mewtwo hat und kein Shiny Mewtwo, dann RIP. Wird sowieso Shiny Locked sein, aber immerhin mal ein legendärer Raid. Und ich bin ultra gespannt, wie schwer er dann sein wird. Weil Mewtwo kann ja auch ultra viele verschiedene Attacken. Ha ha ha.